Hallo mein Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Unsere Reihe Sorgen sind ein Date mit dem Teufel. Und wir sind damit im Grunde genommen soweit durch. Ich habe noch drei Bibelverse dazu. Und der Bibelvers, mit dem wir heute zu tun haben, ist Römer 8, 28. Und ich glaube, ich muss einfach heute auch gar nicht viel sagen. Wir sind beschäftigt ab heute, wenn ihr dieses Video seht, mit dem Johannesevangelium. Das machen wir die nächsten 23 Tage, glaube ich, oder 24 Tage. Römer 8, 28. Ich habe auf dem Heftumschlag geschrieben, was auch geschieht, das wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Und als eine Ergänzung Gottes Kindern dient alles zum Besten, sei zuversichtlich. Und in der Schlachterversion heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ich weiß, dass ich habe eine ganze Zeit lang habe ich immer davon gesprochen, Gottes Kindern dient alles zum Besten. Und das ist auch, glaube ich, richtig so. Und dann habe ich mal eine Predigt gehört, wo jemand darüber gesprochen hat, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Da ist es mir ganz heiß und ganz kalt gleichzeitig geworden. Und ich habe gedacht, habe ich den Leuten was Falsches gesagt? Ich habe gesagt, Gottes Kindern dient alles zum Besten. Und ich habe es zum Herrn gebracht. Also ich war echt ein bisschen aufgelöst und habe gedacht, was hast du da gesagt? Was hast du gesagt? Aber, wisst ihr, im Grunde genommen geht die Bibelstelle ja, viel weiter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein Leben zurückgucke und ich habe jetzt fast das Arbeitsheft Finanzen fertig für 2022, also habe schon einmal grob Korrektur gelesen, muss noch ein paar Sachen ergänzen, aber es ist soweit fertig. Zumindest habe ich den Eindruck, dass jetzt nichts mehr dazu kommt, was ich sonst noch dazu schreiben soll. Und da habe ich auch in einem Kapitel ein bisschen über meine Coaching-Tätigkeit geschrieben. Also gerade was so in den letzten Jahren dann los war. Ich würde mal sagen, die letzten viereinhalb Jahre vor meiner Bekehrung. Oder die letzten 5 Jahre vor meiner Bekehrung. Wie sich da in meinem Business dargestellt hat, was da so los war, die Höhen und Tiefen. Und als ich dieses Kapitel geschrieben habe, habe ich so für mich gedacht, Mensch, rückblickend gab es da einfach so ein paar Situationen, wo ich einfach glaube, dass Gott da eingegriffen hat. Oder überhaupt in meinem Leben, glaube ich, gab Situationen, wo Gott wirklich eingegriffen hat, Situationen, in denen ich mich vielleicht total verrannt habe. Aber ich habe immer an Gott geglaubt und ich habe auch immer an einen guten Gott geglaubt. Und ich habe diesen Glauben ja nicht verloren. Ich habe in dieser Zeit nicht gebetet, was ich früher gemacht habe. Also tatsächlich habe ich, seit ich oder als ich, das habe ich in dem Buch Lebendigkeit statt Depression, glaube ich, geschrieben, als ich damals das erste Mal mit der Psychologie Kontakt hatte, da schlich sich das ein, dass ich nicht mehr gebetet habe. Also bis, ich weiß noch, in den Anfängen, als ich mit einer Psychologin zu tun hatte, habe ich immer noch gebetet, jeden Tag, ja, jeden Abend habe ich gebetet und irgendwann hat es aufgehört. Und ich glaube, dass, obwohl ich Jesus noch nicht hatte, trotzdem ich irgendwo Gott als den Allmächtigen anerkannt habe und auch zu ihm gebetet habe und auch den Glauben hatte, dass er mich vor Dingen bewahrt. Und wenn wir Römer 8, 28 so lesen, jene, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Ich glaube, dass es eben auch Menschen gibt, die noch nicht Jesus haben, bei denen aber scheinbar die Dinge sich immer wieder irgendwie wenden und sie immer irgendwie wieder auf die Füße fallen. Und ich glaube, dass das einfach damit zu tun haben kann, dass man doch Gott irgendwo liebt auf eine Art und Weise, aber man hat einfach noch nie das Evangelium gehört, man weiß nicht von Jesus und man ist auch dann noch kein Kind Gottes. Ja, ich glaube, man kann Gott auf irgendeine Art und Weise lieben und es wirklich ernst meinen, aber noch nicht in der Wahrheit stehen. Und deshalb gibt Gott da, lässt Gott da auch Segen zu. Also ich bin heute wirklich, obwohl ich so viel mit dem Teufel zu tun hatte und er auch ordentlich mächtig gewirkt hat in meinem Leben,
glaube ich tatsächlich, dass diese Lichtblicke, die dazwischendrin waren, oder Sachen, die dazwischendrin passiert sind, oder dass ich doch an bestimmten Stellen immer irgendwie ja auf die Füße gefallen bin, trotzdem oder in bestimmten Bereichen oder in bestimmten Situationen, glaube ich tatsächlich, dass das nicht meine Kraft war, sondern dass da auch Gott seine Hand im Spiel hat. Und ich auch das geglaubt habe, ja. Also ich habe damals zu Coaching-Zeiten den festen Glauben gehabt, dass mir alles zum Besten dient. Das war einfach ein Glaube, den ich hatte. Und ich glaube, dass das Gott auch dann honoriert. Ja, genau wissen kann ich es nicht. Ich kann es nur glauben. Aber so habe ich so den Eindruck, dass das bei mir war. Und dass ich das jetzt auch so im Gebet bekommen habe, als ich so ein bisschen Panik bekommen habe, habe ich da was Falsches gesagt. Und ich glaube, dass die Kinder Gottes, ja, dass Gottes Kindern alles zum Besten dient, das glaube ich sowieso, ja, weil ich glaube, wenn wir nicht die richtige Haltung haben, dann werden wir, glaube ich, auch gar nicht von oben her neu geboren. Und wenn wir von oben her neu geboren werden und der Geist Gottes unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes geworden sind, dann zählen wir ja zu den Gerechten, ja. Und wenn wir zu den Gerechten zählen, dann sind sowieso bestimmte Dinge für uns anders. Und man kann natürlich auch als Gerechter ordentlich in die falsche Richtung laufen, ja. Dann dient uns da vielleicht nicht alles zum Besten, aber wenn wir umkehren oder wenn wir wieder auf dem richtigen Weg sind, dann bin ich davon überzeugt, dass der Segen auch wieder fließt. Oder eben bei Abraham, ja, wenn wir uns Abraham anschauen, ich habe zwar auch gesagt, er hat gelogen, wenn man es ganz genau nimmt, hat er nicht so ganz gelogen, weil Sarah war ja tatsächlich irgendwie noch Halbschwester, irgendwie doch ein bisschen verwandt, so ein bisschen hat es ja gestimmt, aber er hat falsch Zeugnis gegeben, ja, also falsch Zeugnis geben ist zum Beispiel, wenn wir die Dinge so drehen, dass man halt auch was anderes da raus denken kann, ja? Also wenn man bewusst Dinge so dreht, dass man zwar nicht lügt, aber dass es anders aussieht, als es ist, ja? Also ich glaube, das ist schon falsch Zeugnis geben, weil man manipuliert es irgendwo. Und das war, glaube ich, definitiv bei Abraham der Fall, weil er hatte ja Bedenken gehabt, ja, dass sie ihm was antun. Und trotzdem hat er so viele Geschenke bekommen. Ja, trotzdem hat er so viel Segen bekommen, obwohl er ja derjenige war, der es initiiert hat, ja. Was mir einfach zeigt, wenn ich vor Gott gerecht bin, dann habe ich eben ein gewisses Vorrecht, ja, bei Gott, als Kind Gottes. Und ich glaube, wenn jemand Kind Gottes ist, dann ist man sowieso schon in der Liebe drin. Und Gott wird seine Liebe zu sich selbst durch die Gnade weiter ausbauen. Also, ich glaube nicht, dass man sagen kann, oh, der liebt jetzt so viel mehr Gott, deswegen dient es ihm mehr zum Besten und ein anderer liebt jetzt Gott weniger, sondern ich glaube, dass in dem Moment, wo wir dieses Gnadenwerk, diese Liebe angenommen haben und halt auch angenommen haben, dass es unverdient ist und war, dass wir nichts aus eigener Kraft dazu haben tun können und auch nicht weiterhin nicht tun können, dass ab dem Moment sowieso die Liebe Gottes uns erfasst und die eben, ja, wie gesagt, unser Geist, der Heilige Geist, unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Also ich würde jeden Neugeborenen raten oder empfehlen, kommt in diese Haltung, dass euch alles zum Besten dient. Ja, egal wie eine Situation aussieht, es dient uns zum Besten. Und
Letztendlich wird im Moment ja gerade wieder so ein Mischmasch verbreitet, ja. Das heißt, ich liebe zwar Gott, aber das Ganze kann doch ganz bös für mich ausgehen, wenn ich mich zum Beispiel nicht impfen lasse, ja. Um mal das aktuelle Streitthema, an dem sich so die Christenheit aufreibt gerade. Und leider auch viele junge Christen, die, glaube ich, noch gar nicht wirklich neu geboren sind oder gar, ja, ihnen einfach die Zusammenhänge fehlen, da aufgerieben sind. Also ich habe diese Haltung, ja. Ich liebe Gott, ich eifere ihm nach, ich suche ihn, ich will ihn vorrangig vor seinen Segnungen. Und wenn er mir sagt, dass dann alles mir zum Besten dient, dann wird es wohl so sein. Dann glaube ich ihm mehr wie Menschen, ja. Denn es das heißt ja auch, an jeder Mensch ist quasi ein Lügner, ja, aus ihm spricht Unwahrheit, aber aus Gott kommt Wahrheit. Also, das ist einfach so. Also, Römer 8, 28, wirklich eine Bibelstelle, die sich richtig verinnerlichen sollte bei euch, weil der Teufel wird da immer wieder dran rütteln, ja, und wird sagen, meinst du wirklich? Meinst du wirklich? Ich weiß ja nicht, meinst du wirklich? Ja, also uns dienen die Dinge zum Guten. Und wenn wir die richtige Haltung haben und die richtigen Beweggründe. Und wie gesagt, in Anführungszeichen, nur weil bei Abraham haben, zeigt es uns Gott ja auch anders, oder zeigte uns, dass es genauso ist, dass die Gerechten einfach Segen haben und ihnen alles zum Guten dient. Auf der anderen Seite, um das nochmal aufzugreifen, haben wir, wenn wir uns überheben, hat uns Gott einen Dorn ins Fleisch gegeben. Er erlaubt uns, dass Satan uns schlagen darf, damit wir uns nicht überheben. Aber das ist ja auch eine Sache, die können wir ganz gut lernen. Jesus sagt auch, mein Joch ist leicht. Ja, also seine Gebote sind nicht schwer zu halten. Und wenn man wirklich auch die Absicht hat, in einer demütigen Haltung zu wandeln, dann begibt man sich da auch, glaube ich, nicht in Gefahr, irgendwie, dass man so dem Teufel eine Angriffsfläche bietet, dass er uns quasi rechts und links ohrfeigen müsste oder dürfte. Also ich fand ich glaube, es war die Gute Nachricht-Übersetzung sehr schön. Was auch geschieht, das wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Ja, also gut ausgehen. Ja, es hat einen guten Ausgang. Und das dürfen wir uns wirklich in unseren Gedanken und in unsere Sinne schreiben. In dem Sinne, heute nur ein kurzes Video, wie auch den Rest der Woche. Ich denke, ich werde am Mittwoch vielleicht ein paar kleine Sachen vorlesen aus dem zweiten neuen Arbeitsheft. Also sind jetzt irgendwie so drei, an denen ich so parallel gerade arbeite. Und zwar geht es da um wie im Glaubensbekenntnis, was wir glauben. Es soll euch eine Hilfe sein, dass ihr in schwierigen Zeiten ganz laut aussprecht, ich glaube, ja, also wir glauben nicht an die heilige katholische Kirche oder an so etwas, sondern wirklich an die Wahrheiten aus dem Wort. Und das habe ich zusammengetragen mit der Hilfe des Herrn. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel Kraft und ich glaube, daraus lese ich euch am Mittwoch was vor. Möge es euch segnen. In dem Sinne, das war's von mir heute. Ich freue mich auf unsere Johannes-Evangelium-Woche. Bis dahin, euch eine gute Zeit, heute Abend 18 Uhr oder vielleicht sogar jetzt schon auf dem Server. Müsst ihr mal nachgucken, ich habe es verlinkt. Bis dann, Shalom.